Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part The Last of Us 2. Im letzten Part sind wir hier mehr oder weniger erfolgreich gegen die Wolf-Patrouille vorgegangen. Angeblich haben wir alle erledigt, aber ich glaube, eigentlich müsste hier oben noch ein Scharfschütze rumlaufen. Wir sollen irgendwie da drüben weiter, weil wir müssen über das Tor. Deswegen habe ich gedacht, wir gucken uns jetzt als erstes hier nochmal drin um, weil hier waren wir noch nicht drin. Ich werde das vorsichtig machen, weil ich glaube, dass der hier irgendwie immer noch durch die Gegend rennt. Unser Munitionsvorrat sieht, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, ja, sehr schlecht aus. Und ich hoffe, dass wir jetzt hier noch so ein paar Sachen finden werden. Wir sind hier auf dem Weg zum TV-Sender. Da sollen ja ein paar mehr Wolves sein. Ob dem so ist... Oh, shit, ich habe schon wieder das Falsche. Ich wollte nachladen. Moment mal. So, ich glaube, ich hatte gerade leider kurz doppelten Ton. Jetzt müsste das aber gut sein. Tut mir leid. Aber ich hoffe, jetzt ist es okay. So, machen wir kurz Licht an. Ein bisschen Heilung haben wir noch eingesackt. Da gehen wir gleich weiter. Ich will jetzt erstmal hier drüben noch gucken. Dina ist auf jeden Fall auf Vorsicht. Das heißt, hier läuft bestimmt noch jemand rum. Hm. Wir gehen auch mal lieber auf Nummer sicher. Okay, ich guck mal, ob wir was herstellen können. Nein. Okay, ja, Karte ist nicht verfügbar. Ich habe ein bisschen länger drauf gedrückt. Wir werden uns jetzt hier erstmal umgucken. Okay, da geht's hoch. Da hoch werde ich aber erst später gehen. Aber anscheinend sollten wir hier wirklich noch vorsichtig sein. Sehr merkwürdig alles. Schon wieder eine sehr angespannte Stimmung dafür, dass es dann so draußen so nach dem Motto, ja, hier ist eh keiner mehr und so. Ach, Dina! So, hier waren wir gerade drin. Okay. Manchmal steht sie einem echt im Weg. Genau, von hier drüben wären wir sonst reingekommen. Was ist das? Auf dem Tisch. Ich will das haben. Muss ich dafür jetzt aufstehen? Okay, Munition. Sehr schön. Entschuldigung. Wieso kann ich das nicht... Jetzt. Wieso kann ich das nicht nehmen? Will es mich veralbern? Jetzt. Boah, krass, ey. Okay. Ich gehe aber trotzdem nochmal vorsichtig. Ich habe echt immer noch Angst, dass hier gleich irgendjemand auftaucht. Vielleicht bin ich auch wieder übervorsichtig, aber die letzten Parts, wo ich da so ein paar Mal in irgendwelche Patrouillen gestolpert bin, sollten mich jetzt eines Besseren belehren, dass ich zumindest ein bisschen vorsichtiger bin. Okay, da ist Heilung. Hier ist nichts. Dann gehen wir mal hier rein. Und duschen mal. Ich höre bisher auch noch nichts, außer eine leicht bedrohliche... Musik, da ist noch ein Tuch. Da ist noch eine Schublade. Steh auf, Ellie. Hm. Cool, also ich würde sagen, die Schublade war leer. Hm. So schön, wie sie selbst zugeschoben hat. Ist jetzt die Kasse zugegangen? Ach nee, das war Dina, ne? Oh Gott. Also ich habe hier schon echt Hallus. Das ist der Hammer. So, wir gehen jetzt hier mal langsam die Treppe hoch. Wie gesagt, ich glaube immer noch, der kann ja nicht weg sein. Ich habe ihn ja auch nicht erledigt. Also der muss ja hier eigentlich... Eigentlich muss der hier oben noch irgendwo sein. Hm. War das da gerade dieser Schatten? Bin mir gerade extrem unsicher. Was ist die Hölle? Es ist die Hölle, wenn man nicht weiß, ob jetzt hier noch jemand ist oder man vermutet, dass hier noch jemand ist und es aber selber nicht weiß. Oh, es ist unangenehm. Mega unangenehm.
Halleluja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Wir schleichen uns jetzt hier langsam vor. Vielleicht bin ich auch zu übervorsichtig. Aber ich will einfach, ich habe einfach Schiss. Weil ich kann mir halt nicht erklären, dass der einfach so verpufft ist. Also wisst ihr, was ich meine? Wir haben ihn ja nicht erledigt. Er kam ja nicht runter. Also kann er ja auch einfach nicht einfach verpufft werden. Er ist ja die ganze Zeit hier oben lang gelaufen. Er löst sowas, löst sich doch nicht in Luft auf. Nee, da ist er nämlich auch. Och, Dina. Okay. Gut, ich war also nicht ohne Grund so vorsichtig. Hier scheinen tatsächlich auch noch welche zu sein. Oder war es das jetzt? Ich weiß nicht. Ich empfinde das als schwierig. Dina benimmt sich jetzt auf jeden Fall so, als dürfte hier keiner mehr sein. Aber ob dem wirklich so ist, lassen wir uns überraschen. Ich werde mich wahrscheinlich ärgern, dass ich hier gerade wieder so locker hier lang laufe. Und etwas unvorsichtig werde. Okay. Ach, das wäre hier sonst der eigentliche Weg vermutlich gewesen. Dass wir da hochklettern und dann hier hoch. Okay, jetzt sind wir da halt durchgegangen. Macht ja jetzt so keinen Unterschied, würde ich sagen. Also, ob wir jetzt da lang gegangen sind oder hier. Macht jetzt ja wirklich keinen großen Unterschied. So, war hier jetzt noch irgendwas? Nee, hier waren nur die Treppen. Von da sind wir gekommen. Okay. Dann gucken wir uns jetzt hier nochmal um und dann scheint das ja unser Weg weiter zu sein. Hier lang, glaube ich. Ja, das habe ich auch schon geglaubt. Dina, du bist sehr schlau, aber ich war schneller. Oh Gott. Ich bin so angespannt innerlich. Das ist der Hammer. Also das ist wirklich der Hammer. Keine Ahnung warum. Aber dieses Spiel macht mich jetzt schon fertig. Und dabei sind wir ja noch gar nicht so mega weit. Und ich glaube, das wird halt auch nicht besser, sondern nur noch schlimmer. Okay. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir dann hier runter gehen. Oder da runter. Ich gucke jetzt erstmal, was wir hier noch fertigen können. Davon können wir noch eine machen. Und, ach, da fehlt mir was. Okay, schade. Oh, wir haben genug Pillen. Es wäre halt schön gewesen, wenn wir jetzt irgendwie, ja, da unsere Machete hätten besser machen. Okay, fertigen Sie alle Gegenstände doppelt so schnell an oder, Lauschmoduskleid. Gegner, die sich im Lauschmodus siehst, werden deutlicher angezeigt. Das finde ich natürlich noch ein bisschen geiler. Dann machen wir doch das. Weil der Lauschmodus und ich, wir sind jetzt nicht so die besten Freunde tatsächlich. So, die können wir nochmal nachladen. Bevor wir da jetzt runtergehen, will ich einmal die Waffen soweit klar machen, wie ich sie habe. So, dass wir da wirklich irgendwie safe sind und alle nachgeladen sind und wir im Zweifel nur noch einen Waffenwechsel machen müssen. In der Hoffnung... Oh, da war ich schon wieder. Ich bin so ein Held. So, okay. Will hier nicht runter, aber ich muss, ne? Gut. Okay. Gehen wir erstmal hier hin. Gucken, was wir hier noch finden. Okay, wir sind rüber. Und jetzt? Hey, Dina. Ja. Nein, nein! Stopp! Okay, gut. Dann wissen wir, dass es da lang geht. Dann können wir uns jetzt nochmal schnell umgucken. Meine Hand. Gleich.
Oh, ich hasse das immer, wenn du dann gleich in die richtige Richtung läufst und irgendwie alles gar nicht mehr angucken kannst, obwohl du das willst. Anscheinend verpassen wir hier gerade auch nicht viel, aber ich hätte mich sehr geärgert, wenn ich es mir nicht angeguckt hätte. Oh, killidokili. Gut. Dann gib mich mal deine Hand. Rauf, runter, ist der Wahnsinn hier. Hey, dieses runde Gebäude sieht aus wie der TV-Sender. Ja. Komm. Rauf, runter und wieder runter. Juhu! Irgendwann springt man jetzt. Ich weiß nicht, ob ich das alles ohne dich geschafft hätte. Na, sowas. Klappe. Ich hätte dich das nie allein machen lassen. Ich bin auch froh, hier zu sein. Süß. Also sie sind schon extrem niedlich zusammen. Muss man ja mal sagen. Oh, Scheiße. Wow. Was zum Teufel war das? Ist in eine Falle gelaufen. Eine was? Explosivfalle. Pass auf, wo du hintrittst. Aha. Ganz klasse. Jetzt haben wir es ja auch noch mit Explosivfallen zu tun. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Okay, da rennen sie auf jeden Fall rum. Oh mein Gott. Ich glaube, ich möchte zuerst hier rein. Keine Ahnung, ob das schlauer ist. Aber ich will nicht da draußen mich erst mit denen anlegen. Laufe ich hier durch das ganze Glas? Shit. Ist natürlich auch unschlau und klug, wollte ich gerade sagen, wenn man damit recht laut ist. Ach, shit. Okay. Ich will jetzt erstmal gucken, ob wir hier noch irgendwas finden, bevor wir uns da draußen mit denen abgeben. Auf jeden Fall haben wir eine Sammelkarte gefunden. Das entspannt mich jetzt erstmal schon ein bisschen. Okay, wen haben wir denn da? Candelabra. Oder wie auch immer. Diese Heldin ist ein Leuchtfeuer in der dunkelsten Nacht. Ihr Spitzname rührt von den Flammen her, die aus ihren Händen und durch ihr Haar lodern. Ursprünglich stammt sie aus der vulkanischen Region Auvergne, ach, in Frankreich, wo sie in glühende Lava fiel, als sie ihrem kleinen Bruder von Dr. Oakmans Schergen beschützen wollte. Diese hielten sie für tot, doch sie entstieg dem Lavasee bei bester Gesundheit und kann seitdem Feuer als Waffe einsetzen, solange ihr nicht kalt wird. Wenn sie nicht für die Society of Champions arbeitet, jagt sie Dr. Oakman, da sie glaubt, dass dieser ihren Bruder gefangen hat, oder Oakman. Heldin. Ja, faszinierend. Es springt sie in einen See voller Lava, um ihren kleinen Bruder zu retten. Sehr süß. Und sehr niedlich vor allem. Und jetzt ist sie Lava Girl. Krass. Also, ich glaube, ich kann mich nicht mehr lange davor drücken, da rauszugehen zu den Infizierten. Aber ich würde das gerne tun. Aber vorher sammeln wir noch das mit. Und ich habe so eine Sprengfalle gerade gesehen, glaube ich. Da. Können wir die eigentlich entschärfen? Nee, ne? Aber wenn, kann ich? Moment mal, ich will mal was austesten. Oh nee, das wollte ich nicht. Das war dumm. Scheiße. Das war dumm. Eigentlich wollte ich den Stein normal werfen, um die anzulocken, dass sie da reinrennen. Aber gut, ich habe die Falle einfach selber ausgelöst. Ich bin so ein kleiner Held. Ein Held im Erdbeerfeld und war dann ganz kurz taub. Grandios. Mit Knalltrauma nach Ansprengung ist nicht zu spaßen. Aber schön, dass uns dabei einfach nichts passiert. Dass wir da nicht mal irgendwas von haben. Das ist krass. War jetzt hier noch irgendwo ein Stein und eine Flasche? Nee, ne? Ich glaube, das habe ich jetzt irgendwie damit verkackt. Ja, traurige Geschichte. Da ist auf jeden Fall noch so eine Falle. Jetzt müssen wir da auch noch drauf aufpassen, ne? Es ist ja schon... Also, das ist schon oll. Also...
die haben sich hier schon gut geschützt, sagen wir es mal so. Richtig heftig. Aber gut, ich meine, sie scheinen ja nicht ganz unbedarft zu sein, was das angeht. Und sich da echt auszukennen, was diesen ganzen Sicherheitskram angeht. So als hätten die wirklich alle militärischen Hintergrund. Aber die Wolves sind ja auch, haben ja auch viel mit der Fedra zu tun. Beziehungsweise, da sind ja auch viele dabei, die der Fedra entstammen und entspringen. So, ich will mich jetzt hier erstmal umgucken. Ich habe gesehen, dass da eine Leiter hochgeht. Die will ich jetzt aber nicht unbedingt direkt nehmen. Schätze, wir müssen hier runter. Oh, nee, dann will ich lieber da hoch erst. Danke, Dina, für diesen netten Hinweis. Dann möchte ich doch erst hier hochklettern. Da hoch. Es ist, manchmal ist es ganz gut, wenn Dina einmal. Wo willst du hin? Hey, warte kurz. Habt ihr gehört, wie besitzergreifend sie war? Wo willst du hin? Was machst du da? Also, Dina, entspann dich. Ich möchte nur ein paar tolle Dinge sammeln. Damit wir hier auch weiter überleben. Immer noch keines Gas, nur noch 4 Stunden Schicht. Scheiße. Ja, und die Bilder möchte ich jetzt nicht näher benennen, was wir da gesehen haben. Wir wissen das alle. Aber wir müssen da ja nicht genau darüber reden. Welche Wolves? Ich sehe keine, aber schwer zu sagen. Ja, wir haben jetzt auch nicht aktiv danach gesucht. Das muss man dazu jetzt ja auch sagen. Okay, dokely. Dann gehen wir hier mal runter, obwohl ich glaube, dass das keine mega gute Idee ist. Fuck. Mir geht's gut. Na los. Oh, mein Hintern tut weh. Oh, es ist hier schon wieder so ein riesiges Areal, wo man wieder nicht weiß, wo man zuerst lang gehen soll. Okay, dann gucken wir uns jetzt erst hier um. Da kann ich nicht draufklettern. Auch nicht. Gut, dann gehen wir jetzt erst hier hinten rum, würde ich sagen. Oh, es ist immer so krass, wenn man hier so viel zum Angucken hat. Was, wenn sie weg ist, bis wir da sind? Darüber will ich jetzt lieber nicht nachdenken. Ja, Ellie, das ist mir tatsächlich klar, dass du das nicht willst, weil... Wir sollten solche Stolperdrähte um Jackson auslegen. Vielleicht ein guter Weg, mit den Horden klarzukommen. Ja, das wäre gut. Obwohl, wahrscheinlich auch andere erwischen können. Wir könnten Warnschilder aufstellen. Was, wenn sie nicht lesen können? Dann eben Zeichnungen. Ein Fuß, der über was stolpert und ein großes Feuer. Ich könnte sowas bauen. Ich mag dich. Ich will das schriftlich. Ich habe meinen Freund von Joel getroffen. Er hat eine ganze Stadt vermint. Wie konnte da irgendwer leben? Er war der Einzige. Er hat ganz alleine in einer Stadt gelebt? Er hatte Probleme mit Nähe. Das ist traurig. Hat ihn am Leben gehalten. Das klingt, als müsste man zwischen dem Leben und der Nähe zu Menschen wählen. Aber so schwarz-weiß ist es nicht. Aber man geht Risiken ein. Allein ist das Risiko größer. Was, wenn er sich verletzt? Was, wenn er krank wird? Was ist, wenn jemand anderes krank oder verletzt ist? Dann hast du das an der Backe, ob du willst oder nicht. Keine gute Situation. Ja, das ist wohl. Ja, der Typ, der war echt geil, ey, mit seinen Pornoheften. Und seinem ganzen Waffen- und Sprengstoffkrams. Bei dem haben wir auch das erste Comic-Heft geklaut, wenn ich mich recht dann erinnere, als ich das damals gespielt habe. Die Stadt war auf jeden Fall heftig. Das war noch mit dieser Highschool und dem Bloater. Und oh, es war so übel. Das war richtig übel. Das werde ich nie vergessen. Da war ich so am Abkotzen. Oh Gott, ich weiß aber gar nicht mehr, wie der Typ hieß. Falls sich jemand daran erinnern kann, wie dieser Typ hieß, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich kann mich nämlich partout nicht daran erinnern. Ich glaube, ich werde auch so schnell nicht drauf kommen.
Nee, ich habe gerade gedacht, da liegt noch oben was auf dem Truck drauf. Wie gesagt, ich glaube, ich werde mich da nicht so schnell... Da. Wer das wohl ist? Eine, die will, dass wir ihre Liebe spüren. Weißt du, sie hat was mit den Lufttypen? Keine Ahnung. Das ist echt komisch. So, bevor wir uns hier aber angucken, gucken wir uns das hier einmal an. Viv, ich hoffe, du bekommst diesen Brief. Ich habe gesehen, was passiert ist. Die WLF ist in euer Haus eingebrochen und hat alles rausgeholt, was Jimmy gestohlen hat. Schmuck, Ausweise, Lebensmittelkarten. Er hat sich geweigert, ihre Fragen zu beantworten und immer nur gesagt, er wüsste nicht, wo das alles herkommt. Ich habe versucht, mit ihm zu reden, ihnen zu erklären, wie schwer wir es hier haben, dass die Fedra uns vergessen hat und dass wir alle Dinge tun mussten, auf die wir nicht stolz sind. Sie schienen sich zu beruhigen, aber dann haben sie ein Seraphitengebet in seiner Tasche gefunden. Wir haben versucht, sie aufzuhalten. Es tut mir so leid. Raoul und Heather. Okay. Was auch immer da dann der Grund war, das also scheint ja so, als hätte man ihn umgebracht. Wenn man das jetzt so sagen kann. Also so hört sich das an, so als, oh Gott, es tut uns leid, wir konnten sie nicht aufhalten und so. Feel her love. Okay. Und ob das, also anscheinend hat es ja was mit diesem Gedicht zu tun gehabt, was er in der Tasche hatte. Warum auch immer jetzt hier Religion irgendwie, irgendwie mit dazu spielt. Das wäre ja mal interessant, was das jetzt schon wieder ist, mit wem die hier Probleme hatten. Ach du Scheiße. Die wurden alle erschossen. Leichen pflastern unseren Weg, wie immer. Hey, sieh mal. Es gehört Tommy. Die Infizierten haben sich daran ausgetobt. Ist alles okay? Ja, tut mir leid. Es ist nur der Geschmack. Okay. Er muss zu Fuß weiter sein. Können wir wieder aufbrechen? Ja, alles gut. Bitte. Oh Mann. Ich hoffe, Dina wird jetzt nicht noch krank, weil das hilft uns tatsächlich leider auch nicht weiter. Ich wollte noch mal... Ah, in unserem Tagebuch ist auch nichts drin. Okay, ich dachte gerade nicht, dass wir vielleicht zwischendrin noch mal was in unser Tagebuch geschrieben haben könnten. Oder Ellie in ihr. Es ist ja nicht unseres, aber hat sie anscheinend nicht. Hier ist nochmal was ich für einen Schalldämpfer nutzen kann. Jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Ja, ich bin echt gespannt, worauf das hier hinausläuft. Hier scheint ja noch irgendeine Gruppe mitzumischen. Also, sie haben ja vorhin schon, haben sie ja schon betitelt. Vorhin. Wieso ist diese Stadt so demoliert? In Boston war es nicht so, oder? In Boston war auch kein Bürgerkrieg. Die Fireflies haben sich nie auf diese Art gewehrt. Da ist noch einer. Ich sehe keine Wolves. Nein. Aber freuen wir uns nicht zu früh. Ja, so, wir laufen das jetzt hier einmal noch ab. Ich finde es auch echt krass, wie Seattle aussieht. Aber klar, ne, so wie Ellie sagt, hier hat der Bürgerkrieg getobt. Hier war wirklich... Ja, war Krieg. Das muss wohl extrem heftig gewesen sein. Und die Stadt ist so demoliert und randaliert. Das ist der Wahnsinn. Also, was auch immer hier passiert ist, das muss extrem heftig gewesen sein. Dass das überhaupt so kam. Ich habe ein bisschen Angst. Ich muss zwischendrin nochmal... Siehst du den TV-Sender? Ja, er ist da lang. Bergauf. Die Augen offen halten wegen diesen ganzen Sprengfallen. Ich habe nämlich keinen Bock, dass wir da reinlaufen, während wir uns hier umgucken. Mir hat das schon gereicht, dass ich die eine aus Versehen ausgelöst habe. Das ist nicht professionell. Das muss nicht passieren. Ich weiß auch nicht, ob hier wie viel jetzt hier im Grün im Dickicht liegt.
Aber ich will zumindest einmal alles abgeklappert haben. Falls ich hier gleich doch irgendwie noch was übersehen sollte oder so. Aber ich glaube, hier ist nicht so viel. Wow. Er Tote. Ach so. Mehr Erschossene. Tommy ist hier auf jeden Fall lang gekommen. Er hat auf jeden Fall eine krasse Spur hinterlassen. Ich werde erst dadurch. Oder? Ja, bestimmt. Bestimmt ist er dadurch. Aber wir gucken uns jetzt hier erstmal um. Bevor wir gucken, wo er da wie lang und durch ist. Weil hier kommen wir, glaube ich, gerade definitiv nicht durch. Stabile Barrikade. Okay, tja, also nicht da lang. Nee, wohl nicht. Also müssen wir uns wohl einen anderen Weg suchen, außenrum. Da ist auf jeden Fall eine Sprengfalle. Stopp! Da auch. Stolperdraht. Danke. Ja, ich hab's gesehen. Ich wollte da nicht lang. Die sind überall. Wahrscheinlich für Infizierte. Trotzdem. Ein falscher Schritt. Ja, ja. Ja. Wir müssen vorsichtig sein. Okay, da ist auch einer. Da kommen wir also auch nicht lang. Also hier zurück. Da geht's auch nicht weiter. Oh Gott, Leute, ey, das ist hier echt tricky. Da ist auf jeden Fall noch einer. Also müssen wir hier lang. Da sind die Fenster auch abgespannt. Da aber auch. Ja, ich würde sagen, da bleibt uns gar nichts übrig, als entweder uns hier durchzuquetschen. Kommen wir da durch? Ja. Oder aber... wir schlagen das Fenster ein. So, da hinten lag jetzt ja noch irgendwo ein Stein. Den würde ich jetzt einmal mitnehmen. Dann haben wir den Gegenstand wieder. Und dann gehen wir da jetzt einmal reingucken. Weil natürlich könnte ich mich da durchquetschen, aber ich will hier einmal gucken, ob wir vielleicht hier auch noch was finden. Okay, anscheinend wären wir von da auch reingekommen. Dann gucken wir uns mal hier im Fitnessstudio, im Sportstudio um, was wir hier noch so Nettes finden. Ich könnte mir vorstellen, dass man hier vielleicht auch ein paar Pillen findet. Wäre ja vielleicht gar nicht so der schlechte Ort dafür. Was haben wir hier? Rebecca, inzwischen musst du mitgekriegt haben, dass ich nicht in den Bus gestiegen bin. Ich liebe dich, aber ich kann einfach nicht fassen, dass du dich mit diesen verdammten Faschisten zusammentust. Sie haben einen meiner Nachbarn getötet. Sie zerrten ihn auf die Knie und erschossen ihn vor seinem eigenen Haus. Er hieß Jimmy. Ich kenne ihn, seit er 13 war. Damals habe ich ihn dabei erwischt, wie er eine Zeitschrift aus meinem Laden klauen wollte. Ich war die Erste, bei der er sich geoutet hat. Er hat so ein seltsames Gebet gesprochen, bevor er starb. Ich kriege es nicht mehr aus dem Kopf. Möge der Strom ruhig sein, möge sie mich heimführen. Ich werde erstmal zur Hütte gehen und überlegen, was ich jetzt machen soll. Ich hoffe, du kommst wieder zu Verstand und triffst mich dort. Fran. Okay, was heißt denn geoutet? Geoutet im Sinne von, dass er halt... also es hört sich ja wieder nach Religion an irgendwie. Dass er da irgendwie einer anderen Religion zugehörig ist. Aber bisher hatten wir hier nie irgendwie mit Religion zu tun. Deswegen wüsste ich jetzt nicht, was das damit zu tun haben soll. Okay, hier ist auf jeden Fall eine Werkbank. Deswegen will ich mich jetzt... oh, kann ich ihn... aha, guck mal, da könnte man auch rein. Kann ich da vorne dann auch rein? Geh weg, geh weg. Ja, kann ich, aber hier ist nichts. Schade. Werde ich mich jetzt erstmal hier vorne noch umgucken. Und dann gehen wir gleich einmal an die Werkbank. Ah, von da kommen wir also an die Werkbank. Okay, cool, ja. Interessant hier auf jeden Fall. Aber hier gibt es soweit nichts. Dann gehen wir da mal durch, würde ich sagen. Und gehen an die Werkbank. So. Und dann gucken wir mal, was wir da so wie verbessern können. Die habe ich ja schon fertig.
Die auch. Dann kümmern wir uns jetzt, würde ich mal sagen, um den Revolver. Sehr schön. So, dafür haben wir nicht genug Teile. Dafür auch nicht. Dafür auch nicht. Haben wir so wenig Teile? Krass. Ja, okay, ja, dann machen wir wohl keine Verbesserung. Okay. Sehr schön, sehr schön. Ja, ihr Lieben, dann soll es aber auch für diesen Part gewesen sein. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wir werden im nächsten Part hier weiterlaufen und gucken, was sich hier noch, was uns hier erwartet, was wir hier noch finden werden. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid am Mittwoch, wenn es heißt, ein neuer Part von The Last of Us. Bis dahin, tschüss!